Heute habe ich 4 Fragen für Sie. Fragen, aus denen Sie erkennen können, ob Sie die Welt sehen, wie sie ist, oder wie Sie denken, sie ist. Erste Frage. Wie viele Mädchen absolvieren heute eine 5-jährige Grundschulbildung in den Ländern mit niedrigem Einkommen, also sogenannten armen Ländern? 20%, 40% oder 60%? Ne? Zweite Frage. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Weltbevölkerung nahezu verdoppelt. Wir sind auf 8 Milliarden gegangen. Nicht oder nur unwesentlich verändert oder deutlich mehr als halbiert. Ja, Meinung? Sich entschieden? Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt, überall auf der Welt, sind gegen irgendwelche Krankheiten geimpft? 20%? 50% oder 80%. Entschieden? Okay, und noch eine. 1996 wurden der Tiger, der Riesenpanda und das Spitzmaulnashorn in die Liste der gefährdeten Tierarten aufgenommen. Wie viele dieser 3 Spezies sind heute stärker vom Aussterben bedroht als 1996? 2. Eine oder keine? Okay, Auflösung. Tierarten, keine ist mehr bedroht. Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen irgendwelche Krankheiten geimpft? 80%. Hunger hat sich deutlich mehr als halbiert. Und Ausbildung, 5-jährige Grundschulbildung, auch in den armen Ländern, 60%. Okay, wie haben Sie abgeschnitten? Alles genau so getroffen? Die Mehrzahl derjenigen, denen man diesen Test vorlegt, liegt deutlich daneben. Warum? Und auch wenn Sie es nicht so getroffen haben, wo kommt das her? Nun, das eine ist, wir haben uns vielleicht überhaupt nicht darum gekümmert, wir haben die Fakten gar nicht gesammelt. Aber der wesentliche Grund ist, dass unser Gehirn anders arbeitet, als wir es in diesem Kontext uns wünschen. Über Jahrtausende ist das Reptiliengehirn immer das Überlebensgehirn. Wir gucken, welche Informationen sind für uns wichtig. Dann, wenn wir geboren werden, werden wir dressiert von Menschen, die sich vor geraumer Zeit eine Meinung gebildet haben. Und so wird uns auch beigebracht, wie arme Länder sind. Wir hören jetzt viel vom Aussterben der Tiere etc. Wir überprüfen es nicht, übernehmen Meinungen von anderen und im Regelfall die Meinungen von früher. Ich selbst habe an mir es deutlich auch erlebt, welchen Paradigmenwechsel ich durchleben musste. Ich bin ja in den 50er Jahren geboren, habe in den 60er Jahren erlebt, wie viele Gastarbeiter kamen. Sie hießen damals Gastarbeiter aus Italien, Jugoslawien, Türkei, weil die Idee war, sie arbeiten und gehen wieder zurück. Weil die Idee war bei vielen Türken, die gearbeitet haben, sie arbeiten hier sehr fleißig, schicken Geld nach Hause, damit dort die Familie ernährt werden kann, weil sie alle arm waren oder vielleicht sie sogar ein kleines Häuschen bauen können. Und dann gehen sie wieder zurück. Das war meine Prägung in den 60er Jahren. Als ich 2005, 2006 das erste Mal in die Türkei flog, nach Istanbul, aus dem Flughafen, Gate rauskam, in dem Arrival-Bereich reinkam, das erste, was ich sah, war ein Starbucks-Shop. Es war ein Kulturschock für mich. Wie kann überhaupt so ein moderner Flughafen sein? Wieso kann in der Türkei Starbucks sein? Das war in meinem System nicht drin.
Und es ist egal, was ich in Nachrichten gehört habe, was ich an Informationen habe, vielleicht durch mein Hirn durchrauschen lassen, mein Programm war anders. Hätte man mich gefragt über Investitionen, über vieles über dieses Land, ich hätte völlig daneben gelegen. Und möglicherweise haben Sie bei den Fragen jetzt auch daneben gelegen. Wie ist die Welt wirklich, wirklich? Ich mag dieses Buch Factfulness von Hans Rosling. Und es geht darum, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Er hat diese Fragen auch in Davos gestellt, vor den wichtigen, einflussreichen Menschen. Und sie lagen zu ca. 20% richtig. Menschen, die uns führen im politischen Bereich, im gesellschaftspolitischen Bereich, sehen die Welt nicht unbedingt, wie sie wirklich, wirklich ist. Das ist einer der Gründe, warum wir wahrnehmen können, dass auf der Welt Unternehmen mehr dominieren als viele einzelne Staaten. Weil heute Politiker nicht deshalb gewählt werden oder nicht deshalb einen Ministerposten bekommen, weil sie die Welt richtig einschätzen, sondern weil sie in der Partei gelernt haben, Karriere zu machen. Unternehmer müssen, wenn sie dauerhaft Erfolg haben wollen, den Markt, die Welt, die Zusammenhänge richtig einschätzen. Sonst überleben sie nicht. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was wir für uns als Mensch sehen sollten. Wir, die wir in dieser Welt leben, haben natürlich auch Investmententscheidungen zu treffen. Nicht nur reine Geldanlagen, auch da ist es natürlich ganz besonders wichtig, aber auch Investment unserer Zeit. Welche Ausbildung sollen die Kinder machen? Welchen Beruf wähle ich? Wo gehe ich hin? Und wenn ich die Welt nicht richtig sehe, dann habe ich vielleicht den falschen Beruf, der morgen nicht mehr funktioniert. Dann habe ich falsche Vorstellungen über Gesundheit, über Fitness, über Möglichkeiten, Lebensqualität zu genießen, die Länge des Lebens, das tatsächlich möglich ist. Beziehungen, alles beeinflusst, kann ich die Welt real sehen. Und das ist das Wichtigste, was wir für uns lernen müssen, es wirklich verstehen müssen, Fakten kennen müssen, die Welt klar sehen, get real, ist ja auch einer meiner Sätze. Und das ist es, weshalb wir sagen, werden Sie Lebensunternehmer. Ihr Leben ist eine Unternehmung in verschiedenen Lebensbereichen und es geht darum, die Fakten dafür zu haben. Und wirklich Lebensunternehmer zu werden, ist aus unserer Sicht das ganz Entscheidende. Wir haben nur eine kurze Lebenszeit und die gilt es in allen Bereichen optimal zu gestalten. Weg von Meinungen. Nicht Ideologien sind das Wahre, sondern die Wahrheit, die realen Fakten. Das ist das Entscheidende. Und darum müssen Sie sich selber kümmern. Die Nachrichten, wonach Sie sich richten sollen, geben Ihnen das nicht. Aber wo können Sie es bekommen? Sie können es selbst machen, dass Sie studieren, Bücher lesen. Wo kommen Sie wirklich an die Hintergründe ran? Oder kommen Sie zur Winspiration, kommen Sie zum Event nach Berlin und lernen Sie, Lebensunternehmer zu sein. Und Sie kommen auf eine ganz andere Lebensqualität.